Ey, weißt du was? So langsam, ne? Wird's mir fei echt langweilig. Ja, schon irgendwie. Ich glaube, wir sollten mal wieder was machen. Frohle! Hey Freunde, wir sind zurück, beziehungsweise wir sind immer noch gerade in der Sommerpause, aber es wird uns langsam echt zu viel und es wird echt langweilig und deshalb fahren wir als allererstes auf die Star Wars Identities in München. Die ist am 17. September und da werden wir früh um 10 hoffentlich, wenn alles gut läuft, an der kleinen Olympiahalle aufschlagen und wenn ihr wollt, könnt ihr da auch dazu kommen. Wie gesagt, Samstag, 17. September. Die Karte kostet 25 Euro, bloß dass ihr es ein bisschen auf dem Schirm habt. Also wenn ihr Bock habt dabei zu sein, wir nehmen das auch alles auf, mit unserem neuen Equipment nämlich. Genau, das wir von euch bekommen haben. Yes. Wir werden euch da auch nochmal über Facebook, Twitter und sowas informieren, wo wir gerade sind, bei welchem Stand oder welche Halle, ich weiß nicht, wie das da aufgebaut ist. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall werden wir euch da informieren und dann kommen wir zum nächsten. Vielen, vielen, vielen Dank für dieses ganze Equipment, was der Flo schon gesagt hat, an Azilut, Charinator, Dark Destroyer, Felix, Zayan, Minte. Zayan, Minte. Ey, es waren so viele Leute, halt, die alle was bezahlt haben dafür, dass wir jetzt mit der Kamera hier aufnehmen können und das Mikro den geilen Sound hoffentlich aufnimmt. Ja. Wie gesagt, nochmal vom ganzen Herzen vielen, vielen Dank an euch. Ihr macht es möglich, dass wir diese Geschichte umsetzen können. Und Geschichte umsetzen, da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Wir haben nämlich doch ein Projekt schon längere Zeit im Kopf gehabt, das wir jetzt natürlich mit diesem Equipment super toll umsetzen können. Und zwar haben wir vor, für euch erstmal bayernweit die Nerdläden zu checken. Und zwar haben wir hier im Umkreis, also Großraumgebiet Nürnberg, Fürth, Erlangen, da haben wir einmal oder zweimal den Ultra Comics, ja. Dann den Mini Fun in Fürth, dann haben wir den Elbenwald Store in Nürnberg im, wie heißt das, City Center, City Point? City Point heißt das Ding. Frankencenter? Nee, Frankencenter sind lange. Okay. City Point. Dann haben wir auch noch den EMP Store in Nürnberg. Das war früher der Underground, jetzt ist halt da ein EMP Store drin. Richtig. Und dann gibt es noch in Würzburg einen. In München gibt es einen Item Shop. Item Shop? Item Shop heißt das der. Das hört sich geil an. Habe ich auf Facebook schon gefollowt. Also, das ist scheint ein richtig geiler Schnuckliger. Hat der auch so diesen Flair? Weil oh genau, ja, ich glaube schon. Also, alle, die darüber irgendwie schreiben und sowas sagen, das ist genau der Flair. Und darum geht es uns nämlich. Wir wollen die Läden checken. Wir wollen gucken, wie geekmäßig, nerdmäßig ist denn der Laden überhaupt? Was gibt es da Schönes zu kaufen? Wie sind die Verkäufer drauf? Was haben die für ein Fachwissen? Wie sind die in Sachen Comics informiert? Wie weit lesen die selber Comics oder verkaufen die das Zeug einfach nur, weil sie Geld verdienen wollen? Genau, das wollen wir für euch checken. Und wir hoffen natürlich, dass ihr da einen Haufen Spaß dran habt. Genauso viel Spaß, wie wir dran haben werden. Und ja, das sind erstmal so die kommenden Pläne für die Zukunft. Und bis dahin würde ich sagen... Prost! Prost! Ich werde angeflogen. Hilfe, wir müssen aufhören. Thank you.